die Vorweihnachtszeit beginnt. Die Weihnachtstrikots sind aus dem Schrank geholt worden. Wolfsburg jetzt also in Rot und das wieder mit neuem Personal. Archibald ist wieder zurück, ist Papa einer Tochter geworden. Ja, und Wolfsburg ist das beste Powerplay-Team der Liga. Das liegt auch an Mike Stewart und an Tyler Hiskins, den er gerade noch mal kurz weggecheckt hat. Die Line ins Spiel gegen die Roosters. Die wollten hier gut mithalten, aber Wolfsburg legte gleich mal einen Zahn vor. Gerrit Fauser. Und wir sehen, die Scheibe geht an den Pfosten. Glück für Andi Jeneke, der heute wieder im Kasten der Iserlohner stand. Wolfsburg machte weiter Druck, übernahm das Spiel nach und nach unter Kontrolle und sie trafen. Er hat die Vorarbeit gegeben, Philipp Maas. Aber ein anderer hat getroffen, Fabio Fohl, sein 50. DEL-Tor. Erst war er noch Verteidiger, heute wieder Center, aber vom Flügel hat er dann getroffen. Das 1:0 also für die Niedersachsen. Wie antworten die Sauerländer? Ubekele und dann frei vom Tor Emil Poirier. Aber was für ein Save von Dustin Strahlmeier. Der wollte wieder Selbstvertrauen haben, nachdem man unter der Woche aus der Champions Hockey League ausgeschieden ist. Greg Poss hat eine gute Chance gesehen. Da wird er dran anknüpfen für das zweite Drittel. Aber es kommt Wolfsburg. Scheibe springt hoch, ist immer noch unten. Und was für Gewühl da vor Jenike. Aber die Scheibe geht irgendwie am Tor vorbei. Hier sehen wir es nochmal. Jetzt kommt der Schuss und die Scheibe rutscht ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Weiterhin 1:0 für Wolfsburg. Iserlohn nahm dann auch mal das Spiel in die Hand. Mitte des zweiten Drittels. Die Chance war da für den IIC. Sven Ziegler setzt sich da gut durch, aber dann trifft er die Scheibe nicht richtig. Aber Iserlohn hatte Blut geleckt und wollte mehr. Schaffte den Aufbau. Strahlmeier springt die Scheibe weg und Sven Ziegler schaltet am schnellsten. Vierte Saisontor, 30. Minute, der Ausgleich. Und der war zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient. Strahlmeier wehrt nach vorne ab, Bittner kann nicht klären und Ziegler durch die Beine von Dustin Strahlmeier. Ja, der Schnauzer sitzt im November bei Charlie Flieg auf. Aber auf das Tor hätte er gut und gerne verzichtet. Rein ins letzte Drittel. Und dann war da so ein Moment. Ein Morley-Moment und ein Archibald-Moment. Das 2:1. 42. Minute. Darren Archibald meldet sich aus der Papa-Pause. Furios zurück. Eiskalt gegen Andi Jeneke. Keine Chance für ihn. Dann Powerplay Wolfsburg, das stärkste Powerplay-Team. Mengoya, Mahacek, das 3:1. Eiskalt Wolfsburg nimmt hier alles in die Hand. 55. Minute, Spencer Mahacek hält die Kelle rein. Also auch hier hat wieder das Powerplay 1A funktioniert. Im Eishockey ist alles möglich. Darum Jeneke bei Iserlohn raus und die Roosters versuchten jetzt alles. Die Scheibe ging an die Latte, aber Iserlohn hielt die Scheibe drin. Corner auf Bailey. Der Anschluss 2:3, 59. Minute. Aber dabei blieb es. Wir gucken uns das nochmal in voller Gänze an, denn danach passierte nichts mehr. Wolfsburg gewinnt mit 3:2, auch wenn Iserlohn ganz, ganz starke Moral zum Schluss bewiesen hat. Ja, also ich fand, dass wir viele Ups und Downs hatten heute. Wir hatten Szenen, wo wir richtig stark waren und dann Szenen, wo es nicht so gut war. Allen müssen wir einfach mehr Tore schießen als der Gegner. Es ist uns heute nicht gelungen. Und ja, jetzt müssen wir den Mund abwaschen, uns das anschauen, was wir besser machen sollen und dann Sonntag gegen Köln angreifen. Yeah, I mean, it was a grind. They've been playing some good hockey. We knew it wasn't going to be an easy night for us. You know, easily not our best night. We know that. But, you know, at the end of the day, good teams find a way to win, and that's what we did. Drei Siege in Folge jetzt also für die Grizzlies Wolfsburg.
Und nach 3 Siegen am Stück für die Roosters setzte es mal wieder ein Dämpfer für die Sauerländer. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.